Schönen guten Abend, meine lieben Freunde. Ihr seid wieder zu Hause auf eurem Erzkrängel-Kanal. Wir spielen da weiter, wo wir neulich aufgehört haben, und zwar hier. Wir müssen hier die Oger, ich glaube, das waren Oger, die sind uns... Ja, was machen die Oger eigentlich? Ja, also die Oger haben sich hier zurückgezogen. Da ist ein anderer Ork scheinbar, der die tyrannisieren. Klang jetzt nicht so, aber die haben sich den angeschlossen oder es zählt denen nur, nein, es zählt nur noch die Stärke bei den Ogern und deswegen, genau so war das. Deswegen haben sie den Orks abgeschworen. Und das ist ein bisschen engstirniges Verhalten. Da sind wir losgeschickt worden, die mal zu überzeugen hier, Jungs. Wir sind doch ein Volk jetzt nicht, aber wir sind ein Team. Und dieser kaputte Handschuh geht mir auf den Sack. Aber das mit dem Handschuh, das können wir ein andermal klären. Jetzt heißt es erstmal, dass wir hier weiter zocken. Und erstmal diese Mission. Damit sind wir dann eine Weile beschäftigt. Denke ich mal. Stufe 10 ist der Typ da. Mogul-Anführer. Da müssen wir aufpassen. Wenn der Stufe 10 ist, kann der uns richtig gefährlich werden. Rune des Mangas und Rune der Geschwindigkeit. Oh, Rune der Geschwindigkeit. Jetzt gehen wir bestimmt ab die Nachbars-Numpi. Auf. Und wir wollen nicht langsamer werden, deswegen nehmen wir noch eine Rune. Dann müssten wir jetzt doch mit doppelter Geschwindigkeit rumlaufen, oder? Lightspeed. Wir sind also gerade mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs und machen, kloppen wir einfach alles, was uns in die Quere kommt. So wird es eigentlich immer tun. Hier die ganzen Gebäude einzureißen, hat jetzt in der letzten Zeit gar nichts gebracht, war nie was drin und selbst wenn da was drin ist, was ist denn hier los? Oger der Steinbrecher. Das muss das Ogerdorf sein, da falle ich bestimmt nicht auf. Ihr nicht willkommen, Halbblut. Ihr kein Krieger der Steinbrecher. Hört zu, ich will keinen Ärger. Ich will nur mit euren Kriegsherrn sprechen. Ihr wollen Korgal sprechen? Ihr müssen an uns vorbei. Also wie immer, wie es sich gehört, wir machen mal wieder ein bisschen Kriegsspielerei. Die waren ein bisschen enttäuschend. Wir haben ja gar nichts drauf gehabt. Wo haben wir denn hier? Was haben wir? Vor allen Dingen, was haben wir hier? Das sind die Ogersteinbrecher. Keiner mit einem Ausrufezeichen bis auf den. Was sind das für Gebäude? Können wir auch mal ein bisschen drauf rumklicken. Einfach mal ein bisschen drauf rumklicken. Und angreifen können wir ihn nicht. Aber wir können mit ihm reden. Überzeugt die Oger euch zu helfen. Also erstmal sprecht mit den Kriegsherren. Ihr kämpft wacker, Halbblut. Ihr Mognatal habt schwaches Orkblut. Aber ihr stark. Warum kommt ihr her? Ich möchte mich eurem Clan anschließen. Ich möchte auch ein Steinbrecher sein.
Ihr habt etwas Ogerblut in Adern. Ihr habt recht zum Anschließen. Aber habt ihr auch Kraft? Wir werden sehen, Halbblut. Wir werden sehen. Also, ihr wollt euch Steinbrechern anschließen? Zuerst, ihr müsst Prüfung von Kraft machen. Müsst Spießrute finden. Graues Tal voll mit großen Gegnern. Tötet Gegner, haltet durch. Das beweist uns Kraft. Geht jetzt, Halbblut. Wir sehen, ob ihr wiederkommt. Dann ziehen wir das mal eiskalt durch. Hier haben wir einen Magieladen. Wahrscheinlich nur Schrott. Gehen wir ein bisschen in die Nähe. Ja, gefällt mir alles nicht. Sonst noch was? Jetzt ist die Frage, wo geht's hier weiter? Wo geht es weiter? Ich klicke einfach mein altbewährter Trick einfach dahin klicken, dann finden die schon den Weg. Wisst ihr? Klappt immer. Aber ich will die ganze Map aufdecken. Deswegen laufe ich natürlich mal wieder rum. Definitiv nicht weiter. Ja, dann ist die ganze Map. Ja, dann geht's nur noch hier lang. Oder kann man da hoch? Nein, wir gehen weiter. Uralter Sasquatch. Hier ist einfach ein Baum umgekippt. Wie ist denn das passiert? Kann man die abschlachten? Nee. Genau diese Fähigkeit wird der Kern später haben. Wenn er stirbt, lebt er einfach weiter. Der wird auch wieder aufstehen. Aber warum kippen hier einfach die Bäume um? Wieso kippen einfach die Bäume um? Wieso denn bloß? Das muss das Tal sein, das Korgal erwähnt hat. Die Spießrute hat er es genannt. Ich bringe das besser hinter mich. Ich lasse den groben Klotz nicht gern warten. Ja, wir sollen jetzt den Spießrutenlauf überleben und dann zu dem Typen zurück. Sind wir auch versucht in die richtige Richtung gegangen? Das wäre ja echt okay. Das nervt. Ich meine den Finger hier, der aus dem Handschuh rausguckt. Ja, ich glaube, wir sind aus Versehen in den richtigen Weg gegangen. Noch einen Meter gehen wir. Und wenn dann hier kein Stopp ist. Oh. Ja. Zurück. Wir gehen nochmal hier hin. Ah, da. Was gibt's denn da? Ein Brunnen oder was? Komm da raus, lass dich von denen nicht verarschen.
Ja, ein Brunnen der Gesundheit. Kann man darüber streiten, ob man das jetzt braucht. Ich würde sagen, wir brauchen das definitiv nicht. Dafür haben wir unseren Kumpel, der einmal bumm und dann ist alles durchgehalten. Ne? Also machen wir den Spießrutenlauf. Wir gehen den Spießrutenlauf. Überall Leichen. Spießrutenlauf, auf geht's! Man merkt, dass der Kern frisch ist. Der hat noch keinen guten Item und so. Das kriegt man schon mit, weil hier der kriegt immer gut auf die Mütze. Noch ein paar Meter haben wir zu... Oh, jetzt kommen noch mehr so Viecher. Oh, Monsunwürm. Direkt mal eine neue Nische produzieren. Auf den da gehen, der mir gut alles wegzaubert. Und Attacke. Habt ihr gesehen, wie gut dieses einmal besoffen machen und dann das den Feueratem da reinmachen? Das ist eine richtig gute Technik von dem. Müssen wir aber trotzdem nochmal heilen. Und dann geht's auch schon weiter, der Spießrutenlauf. Die schlafen. Psst. Ah, sind jetzt sind sie wach geworden. Jetzt haben sie nicht schlafen gelegt und jetzt ist er nochmal umgekippt, weil er so müde ist. Ist doch so müde. Jetzt kommen wir langsam den Endgegner näher und näher. Was haben wir hier? Stufe 10 wieder, auch kein Fehlchen. Komm, machen wir mal einen Zauber schon rein da. Das war ganz wichtig, sonst hätten wir das nicht geschafft. Aber das scheinen jetzt die Endgegner zu sein. Wollen wir? Auf geht's! Schätzeln!
Ach, da ist noch was. Ring der Erzmagier. Schnappt ihr das mal? Was kann das? Ein mächtiges Artefakt mit einem wunderbaren eingefassten Edelstein erhöht die Stärke, Beweglichkeit und Intelligenz des Helden um 3 und erhöht die Mana-Generation verbündeter Einheiten in der Nähe. Das ist ganz gut, wenn der Kern das hat. Weil das erhöht ja die Mana-Generation nicht von ihm selber, sondern von den Kollegen. Hier ist noch ganz viel schwarz auf der Karte. Buch der Gesundheit, fast verpeilt. Wie gesund bist du? Beweglichkeit, Intelligenz, Rüstung, was macht das? Erhöht die Trefferpunkte dauerhaft. Wie viel hast du? 1500, 2000, 1450. Ja, der. Den Magier würde ich das nicht geben, weil der immer im Hintergrund ist. Aber dem Kern auf jeden Fall. Und wie kommt man denn hier? Ist noch alles schwarz. Wie kommt man denn da hin? Muss einen Trick geben. Wenn ich da hinklicke, versuchen die da. Ja, da gibt es einen Trick. Der Trick lautet, wir müssen hierhin zurück. Und dann gehe ich davon aus, dass sich das dann von alleine erledigt. Was hat der denn da? Flammenumhang. Ach ja. Das wollte ich eigentlich. Der könnte ihn gut gebrauchen. Hüllt den Helden in Flammen, die gegnerischen Bodeneinheiten in der Nähe 10 Schaden pro Sekunde zufügen. Nicht mit Feuerbrand kombinierbar. Also Feuerbrand stapelbar. Klingt eigentlich gut. Das müsste ich den Kern geben. Ich glaube, das wäre besser, ja. Und der Kern, was hast du? Jedenfalls das. Ich mache mal kurz einen Stopp mit der Armee. Und dann machen wir das direkt, damit ich das nicht vergesse, ne? Er hier. Der Flammenumhang ablegen. Und der Kern schnappt den sich. Weil der geht ja immer nach vorne. Schon besser. Ich glaube, das wäre jetzt auf jeden Fall besser so. Und dann laufen wir nochmal hier zu unserem Kollegen. Ich glaube, der ist mit uns noch nicht fertig. Ich glaube nicht, dass der mit uns fertig ist. Was gibt es denn hier sonst noch zu sehen? Magieladen. Immer wenn es ein besonderer Laden ist, dann wird das hier oben angezeigt. Aber ich sehe jetzt, die haben nur den Magieladen. Den Magieladen. Immer würzig, herzhaft, frisch. Dann lauschen wir den der Unterhaltung. Sie ist in C-Dur. Ihr habt also doch Kraft, Halbblut. Ihr würdiger Steinbrecher. Jetzt, wo ihr zu uns gehört, was ihr wollt von Clan. Ich möchte, dass eure Krieger der Horde im Kampf gegen die Menschen helfen. Der Steinbrecher-Clan wäre eine große Hilfe für den Kriegshäuptling der Orks. Dummes Halbblut. Wir Oger vor langer Zeit von Horde getrennt. Sie schwach, weich. Wir ihnen schulden nix. Solange ich herrsche, Steinbrecher keinen Orks helfen. Dann habt ihr vielleicht lange genug geherrscht. Korgal, als Mitglied des Steinbrecher-Clans fordere ich euch zum Kampf um die Clanführung heraus. Ich lange keine echte Herausforderung mehr gehabt, Halbblut. Großer Spaß, euch zu zerquetschen. Wir machen beide Prüfung von Blut. Ich und ihr. Kein Trick, keine Magie, nur Muskeln und Geschick. Das machen wir. Ihr denkt, ich dumm. Ihr denkt, ich langsam. Jetzt seht ihr, warum Korgal über Clan herrscht. Ich habe Korgal unterschätzt. Ich muss meine Bestien rufen, um ihn zu besiegen. Ja,
Wo ist der Schlingel? Wo ist er? Ach, ich muss hier in den Kreis rein. Okay. Auf geht's. Toll. Toll. Ach, der kann auch zur Hilfe rufen? Nein, das, oder, ja, das waren seine, ne? Wenn wir das Special machen, dann ist er doch direkt, dann ist er doch direkt kaputt, oder? Oh, der heilt sich, der. Ist das Heilschutz? Und ich habe keine Special Fähigkeiten. Rune der großen Heilung brauchen wir definitiv nicht. Rune der Geschwindigkeit würde helfen und Rune des Manas. Also erstmal Geschwindigkeit, nee, erstmal Mana. Das holt man sich ja einmal und dann ist man voll. Und dann geben wir Gas. Und diese Verliestüren machen mir ein bisschen Angst. Aber auf geht's. Angriff. So, jetzt. Ich wollte gerade hier die stampfende Viecher auf ihn schicken. Komm. Das sollte es doch ein bisschen beschleunigen, oder? Was sagt ihr? Wieso hat der eigentlich einen Schlangenschutz? Erledigt. Dann erzähl mal, wie geht's weiter? Ich habe Korgal im Zweikampf besiegt. Ich habe die Prüfung des Blutes bestanden. Ich herrsche jetzt über den Steinbrecher-Clan und ich führe euch alle in den Krieg. Bewaffnet euch und zieht zum Ork-Kriegshäuptling auf die Ebenen. Blut und Ruhm dem Steinbrecher-Clan! Seratil, was ist denn ein Seratil? Diese schwere Axt ist mit Kerben und Orkrunen übersät. Dann würde ich das ablegen und das nehmen. Seratil erhöht die Angriffsgeschwindigkeit des Helden um 15% und den Angriffsschaden um 15%. Ja, das ist doch schön. Und das hier war die Krone der Könige, nimmt der Kern.
Dann gucken wir noch die Geschichte von der Axt. Diese Waffe wurde in Draenor für Kash Draktor geschaffen und fand Verwendung im Krieg am Blutfluss, der mit der Auslöschung des Finsternarben-Clans endete. Nazgrel ist der letzte lebende Verwandte von Kash Draktor. So, ihr seid jetzt meine Armee. Siehst du, deswegen war in der Mitte, konnte ich auch nichts erforschen. Jetzt wieder zurück, ne? Auf geht's. Wir werden angegriffen! Pillepalle. Das ist jetzt nur noch Pillepalle, einfach nur Stressmacherei. Also das muss doch nicht sein hier. Rune, komm, den nehmen wir mit. Dann können wir richtig Gas geben. Ey, lasst hier den Rokan allein. Wie seid ihr denn drauf? Gold! So, wir laufen jetzt einfach zum Schluss. Mit ein paar Harpien habe ich keinen Bock jetzt hier zu verhandeln. Auf geht's. Wir sind immer noch in Akt 2, alte Feindschaften. Und wie eben auch schon, würde ich bis hierhin latschen. Aber noch nicht mit dem Sprechen, sondern einfach speichern. Weil ich nicht will, dass die Story dann weitergeht. Dann kommen wir ja weg. Wegen der Arena, die hier gibt. Die wo gibt. Ne, wir müssen nur bis nach da laufen. Aber nicht zu nah an ihn ran. Wir wollen die Story nicht weiterhören. Beziehungsweise wir machen es, aber ne, ihr wisst schon. Das eigentlich für ein Häus. Ein brunnendes Mana. So, Rexa ist jetzt auch ein Kriegshäuptling. Wie ich gesagt habe, einmal speichern. Und dann Story weiter gucken. Rekrutiert die Ogre Hauptquest abgeschlossen. Ihr seid härter im Nehmen, als ich dachte, Rexa. Die Oger werden eine echt große Hilfe sein, wenn die Schlacht beginnt. Wir haben gerade erfahren, dass der Kriegshäuptling und seine Streitmacht den Kommandoposten im zentralen Becken aufgestellt haben. Die Tauren und Oger, die ihr versammelt habt, werden bald zu ihm stoßen. Meldet euch bei Thrall in seinem Stützpunkt. Die Schlacht gegen die Truppen von Admiral Prachtmeer kann jeden Moment beginnen. Jetzt würde es hier weitergehen und dann, glaube ich, weiß ich noch nicht, wie es dann weitergeht. Ich will auf jeden Fall auf dieser Karte bleiben. Wie dem auch sei, wir haben jetzt wieder gerade mal 30 Minuten, ist ja hier richtig Urlaub. Himmlische Seelenkugel. Kern, kannst du mal gucken, was das ist? Kümmer dich mal drum. Er belebt 6 nahe Einheiten des Spielers wieder. Mhm. Geschichte, die himmlische Seelenkugel, die von den Titanen als Geschenk für ihre liebsten Geschöpfe geschaffen wurde, kanalisiert die Mächte des Lichts, um jüngst Gefallene ins Leben zurückzuholen. Ja. Verkaufen, verkaufen. Also hier rüber. Das verkaufen, das ist Schrott, das ist Schrott. Den Rest kann man einigermaßen gebrauchen. Wir speichern und wir sehen uns im nächsten Spiel wieder. Macht's gut, meine lieben Erzkringel. Schau mit V.